Jawohl, let's play Resident Evil 8 Village. Jo, wir haben in der letzten Folge das Sägewerk gecleared. Oh, was? Ich sollte irgendwann einmal auch... anfangen. Oh, das ist die Festung. Irgendwann auch mal anfangen mit Blocken zu üben. Nein, das ist keiner. Wir sind hier nicht alleine. Wir haben jetzt den Herrn der Werwölfe vor uns. Das sind keine Werwölfe oder an vielleicht mal Werwölfe, weiß es nicht. Bei dem Herrn Heisenberg bin ich mir mit nicht sicher zurzeit. Oh, hier kommt es zum Kampf. Besser? Entschuldigung! Alex Schuss! Ich höre doch noch einen und ich habe noch einen gesehen. Ah, warte! Ich höre noch einen. Aha. Aha. Das war's noch nicht. Oder vielleicht doch. Ich finde es wieder ruhig. Hey, ich weiß nicht was, aber jetzt nur ein bisschen rostige Reste. Immer gute Sachen. Voll gepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Uah, hey, hey, Digga. Digga. Digga, Digga, wo immer du auch jetzt herkommst. Was für eine psychedelische Musik. Was? Ich höre doch noch wo... Den habe ich jetzt ganz gut, glaube ich, ausgeschaltet. Meine Sniper-Fähigkeiten sind wieder da. Ja. Ab mit dem Kopf. Ich werde trotzdem noch immer... Das wird jetzt wahrscheinlich... So, ich habe da oben noch irgendwas gesehen und ich komme da, soweit ich das jetzt dann mal beurteilen kann, nicht mehr auf, gell? Ah.
Warte mal. Ist das Ruhe im Karton? Scheiße, Geld. Wer braucht Geld? Auf einmal ist alles ruhig. Das ist nicht beruhigend. Handy. Eine Mine? Ich finde das nicht gut. Jeder weiß, was passiert, wenn man viele Sachen bekommt und viele dieser Dinge entdeckt. Da weiß man automatisch, was auf einen zukommt. Nämlich entweder ein Bosskampf oder wie es hier ausschaut. Und ich hoffe, ich irre mich, ja? Ich hoffe wirklich, ich irre mich. Oder auch nicht. Bam! Oh. Da kommt einer. Oh, shit. Hat mir einer erwischt. Was ich gerade kann. Ich glaube, ich sollte mal wieder. Ich war vorher schon verletzt. Nachgeladen? Nicht nachgeladen. So, was ist da unten? Lay? Da war noch ein zweiter da. Auch ein paar Lay? Was ist das? Lay? Eieieiei. Habe ich es befürchtet. Es werden anscheinend Arena-Kämpfe. Und ich sag's ganz ehrlich, von denen bin ich am wenigsten begeistert. Schatz über mir? Mhm. Die nächsten Fässer. 25 Schuss Pistolenmunition. Ein Tor. Ich würde sagen, zwei Hebel. So, und wahrscheinlich triggere ich das Tor dann mit den Hebeln. Das heißt, derweilen kann ich noch in Ruhe herumlooten. Ich kriege auch schön Munition. Bop. Nein. Also. Ja, steht Triebhätte die Tasten nimmer. Oh, ich habe ziemlich viel Scharfschützenmunition verbraucht. Noch eine Mine. Genau, noch ein Fleischchen, ein Geflügel. Ich glaube zwar nicht, dass ich es noch brauche, aber okay, ich habe noch drei Heilmittel am Start.
Ich überlege was. Ja. Oh, Scharfschützenmunition gleich 7. Drüben ist noch ein Kistchen. Ich überlege was. Und zwar. Nur so eine kleine Idee. Diese schönen lieben Werwölfe. Mehr Scharfschützenmunition. Wo könnte ich noch? Da drüben komme ich leider nicht hin. Okay, der Schatz ist also mal nicht hier. Na dann. Kann ich mehr vorbereiten? Ich könnte drüben noch eine Mine setzen. Ich weiß nicht, ob es Minenverschwendung. Wenn das nicht die einzige Arena ist. Sonst habe ich dann keine Minen mehr. Und das finde ich nicht gut. Gut, probieren wir es. Was haben wir zu verlieren? Wusste ich's doch. Schnauze! Da lebt noch einer. Okay. Ich bin hier nicht mehr geschützt. Tschüssi! Hier habe ich noch. Hallo. Warte mal. Das war's einmal. Nachladen. Okay, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Muss ich da noch direkt nochmal aufschauen. War das jetzt die erste und zweite Welle oder kommt da noch was? Okay, hier haben wir jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Gut, hier habe ich noch eine Mine. Ich öffne mal den zweiten Hebel. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen? Okay, das waren wohl beide Wellen. Habe ich, glaube ich, etwas anders gemacht, als das Spiel gewollt hatte? Okay, habe ich jetzt nicht so viel Schuss verbraten. Das ist nice. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Aber das war wahrscheinlich noch nicht alles. Oh, shit. Jetzt sind wir erst in der Festung. Oh, shit. Der Schreibmaschine. Oh, natürlich zuerst lupt man. Explosivgeschoss. Eieieiei. Rohrbäumchen. Hier ist noch irgendetwas. Ich speichere trotzdem mal. Oh ja. Oh. Okay, beim Springen unterbricht, da ist Nachladen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe das überhaupt nicht. Das muss ihr Nest sein. Sieht danach aus. Ich weiß nicht, wann ich... Ich triggere das Event gerade. Entschuldigung! Oh, shit. Da lebt noch einer. Nicht mehr lange. Freundchen. Danke. Das war noch immer nicht alles, oder? Genau. Ich ist super nicht der Ernst, oder? Alter. Schuss! Scharfschützenmunition! Genau die... Oh, leck mich. Das sind die meisten Sambarik-Schüsse. Shit, ich sehe gar nicht, wo mit dir angreifen! Nein! Oh, shit!
Das war nicht gut gemacht. Achso, na, ich lebe noch. Ah, shit. Ich hab nicht aufgepasst. Wo hat mit der getroffen? Shit! Perfekt, dann ist da. Das war's wohl fern. Da rennt noch einer. Super, gerade in die. Was sehe ich denn da? Gerade in die Mine ist er natürlich nicht reingegangen. Guck mal. Das war's? Wirklich? Okay. Wie viel kann ich denn herstellen? Okay, das lasse ich mal so. Die ganze Munition weg. Heilmittel. Boah, muss ich unbedingt da herstellen. Zum Glück habe ich was gekauft. So. Ich habe keine Pipe-Bombs mehr. Explosivgeschosse hätte ich noch wieder vergessen. Ich muss ja ordnen. Okay, wir haben wieder Platz im Inventar. Gut, von denen sollte man ein bisschen was verbrauchen, aber... Okay. Jetzt heißt's... Looten wir die Gegend durch. Wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, aber... Oh, Rohrbombe! Erste Hilfe hat's nein, super toll, jetzt krieg ich's. Oh, das war's da unten. Es ist aber auf mehreren Ebenen. Ich hoffe es wirklich, dass da Ruhe ist. Ah, da ist noch alles rot. War ich da schon? Ein paar Mal sind sie mir voll in den Rücken reingefallen, weil ich echt nicht gesehen habe, die sind von überall runtergekommen. Und ich hab echt nicht gesehen, woher. Da liegt noch ein Schädelchen. Das war's aber noch nicht. Was mich noch sehr irritiert ist, ich müsste dann nochmal zurück den Schatz suchen. So, da hinten. Ah, okay. Ah, na, da schau her. Okay. Da, ja. Da kommt echt noch ein Einzelner. Ich hab grad deine ganze Sippe ausgelöscht. Da hat's echt noch einer gewissen wollen, hä? Flüssige Chemischalie. Wir haben alles abgesucht. Gut. Hier kann ich runterspringen, da bin ich auch noch sehr gut. Okay, ich mache noch ein paar Minuten, hänge ich dran. Erstens einmal würde ich unbedingt speichern. Aber sowas von unbedingt. Ich glaube, wir haben das relativ gut
hinbekommen. Ja, aber ich konnte da nichts finden. Ich laufe nochmal zurück. Oh, Schatz, unter der Festung. Okay, mit dem kann ich leben. Dann laufe ich nicht mehr zurück, dann haben wir es nicht so lange Überlänge. Na gut, meine Lieben, wir haben den Arena-Kampf geschafft. Ich glaube halt nicht, dass es der letzte Arena-Kampf hier war. Aber ich glaube, wir haben ihn doch recht gut gemeistert. Also, wenn ich mir das einmal so anschauen darf. Von der haben wir halt wahnsinnig viel Munition. Heilmittelchen, von der haben wir auch noch einiges. Explosivgeschosse, Blendgeschosse, die Blendgeschosse, die unten vielleicht einmal schießen können. Aber ob ich Zeit gehabt hätte zum Nachladen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind nicht so schlecht durchgekommen. Und ich glaube, das können wir lassen. Als heutiges Tagesziel. 3 Arena-Kämpfe, 3-mal doch recht gut durchgekommen. Tja, wir werden sehen, was das dann nachher wird. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit Ü, ciao mit A. Servus mit Vogel V. Move! Chris? What the hell? Take him away. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again! Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. And into the forest deep. And into death, we give you glory. Father Miranda! It's just a local tale. If it's just looking, window shop away.